Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute das Video, worauf ihr alle gewartet habt. Und zwar, ich reagiere auf eure Musical.lys. Und ja, ich möchte vorab nochmal gesagt haben, dass wenn ihr ein Musical.ly mit dem Hashtag Emilia_Reaktion postet, ich die Erlaubnis habe, euch in das Video reinzunehmen. Und ich darf mit dem Musical.ly machen, was ich will. Und ja, wenn ihr raus wollt, dann werde ich das Video halt nicht löschen und ich würde mal sagen, let's go! So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely. Even if the sky is falling down, you'll be my only, no need to worry. Baby, are you down, 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 yeah. Also ich fand bei dir was richtig cool, also ich finde es immer schön, wenn man in seinen Musical.lys lächelt. Und ja, du hast auch gut dein Handy bewegt und ja, insgesamt finde ich das Musical.ly top. Also Daumen hoch. This is Aufnahme, Sekunde. Hier gleich kommt sie. Jetzt. Das finde ich total süß und ja, ich fand auch sehr schön, dass du gelächelt hast. Ein paar Mal. Ein bisschen mehr Lächeln wäre auch noch gut, aber sonst von mir auch einen Daumen nach oben und ja, mach weiter so. You know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. Come, come now, follow my lead. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. Also ich fand dein Musical.ly mega süß, vor allen Dingen. Ich fand's auch cool, wo hier deine Freundin so reingesprungen ist. Sekunde, wo war das? Hier, da ist sie so reingesprungen. Das finde ich auch auf jeden Fall cool. Ja, und jetzt gleich. Die Stelle war ich auch voll süß und ja, auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Und ich fand es sehr, sehr cool, dass du ein paar Mal gelächelt hast. Und ja, auf jeden Fall war es sehr gut und du hast mega coole Haare. Also, ich wünschte, ich hätte auch so eine Haare. Du hast so richtig diese, wie heißen diese Locken? Du hast so richtig schöne Locken auf jeden Fall. Ja, mach du auch weiter so und ja. I'm addicted to this girl, she's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl, but even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more, I mean, damn, what's not to adore? Also dein Musical.ly fand ich auch total süß und ja, du hast dein Handy auch sehr, sehr gut bewegt und du hast auch gelächelt und ja, ich fand's total süß und du bist auch sehr hübsch und ja, auch wieder keine Verbesserungsvorschläge von mir. Irgendwie sind alle Musical.lys total gut von euch. Und ja, deswegen auch wieder Daumen nach oben. Upsala, okay, Daumen nach oben. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. Also dein Musical.ly fand ich so richtig cute, Leute. Zieht euch mal rein. Ich fokussiere mal kurz das so. Leute. Ihr Lächeln, upsala, ihr Lächeln, ich probiere mal das irgendwie anzuhalten. Leute, schaut euch ihr Lächeln an. Schaut mal, wie unfassbar, was für ein unfassbar schönes Lächeln sie hat. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überbelichtet. Ja, deswegen, ups, jetzt bin ich wieder nicht fokussiert. So, deswegen blende ich euch jetzt hier nochmal ein Bild von ihrem Lächeln ein. Und ich finde das wirklich so süß. Oh mein Gott. Und das Musical.ly war richtig gut. Und ja, du hast richtig schöne Haare, bist richtig hübsch. Schönes Lächeln, Handy gut bewegt. Also von mir ein Daumen nach oben.
Du bist mein Herz, du bist mein Glück, du bist mein Schmerz, du bist ein Stück von mir, ein Stück von uns, ein Stück wir. Also bei dir fand ich leider schade, dass du dein Handy nicht so viel bewegt hast. Also ich finde es cooler, wie, also wenn man jetzt zum Beispiel so macht, du bist mein Herz, du bist mein Glück, irgendwie so das Handy halt bewegen. Aber du hast die ganze Zeit halt so gemacht, oder keine Ahnung, ich kenne jetzt das Lied nicht so gut, aber sonst war dein Musical.ly gut und ich fand auch schön, dass du gelächelt hast. Und ja, du bist auch mega hübsch und ja. Also dadurch, wegen dem Handy, also dass du es nicht bewegt hast, reicht leider nicht mit Daumen nach oben, also Daumen Mitte und Daumen nach oben, also so dazwischen. Und ja, trotzdem fand ich ja Musical.ly gut und ja, mach weiter so. Eyes were never closing, hearts were never broken, times forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until I'm out. Oh, wie cute! Oh my god, wie cute! Oh, ich fand es so cute und ihr Lächeln ist auch wieder so hübsch. Upsala, man ist fokussiert die ganze Zeit nicht. Schaut euch ihr Lächeln an. Ich kann euch ja hier nochmal ein Foto einblenden. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, auf jeden Fall. Ja, sie hat sich richtig süß bewegt und sie kann es richtig gut. Und dafür, dass sie ihr erstes oder zweites Musical.ly, glaube ich, war, fand ich auch, das ist wirklich richtig gut. Also ich habe damals nur so gemacht, so irgendwie so, ich weiß nicht mal, dass es Slow Motion gibt und alles. Und oh, ich finde das so cute auf jeden Fall und ist auf jeden Fall mega hübsch. Und ja, auf jeden Fall, du warst, glaube ich, mein Favorit in diesem Video. Deswegen einen fetten, dicken Daumen nach oben. Und wenn euch da draußen, und ich meine genau dich da draußen, wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne ein Däumchen nach oben. So sieht er aus. Darüber würde ich mich sehr freuen und falls ihr wissen wollt, wie ich auf Musical.ly heiße, so heiße ich auf Musical.ly, so auf Instagram und so auf Snapchat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort auch folgen könntet, das wäre sehr nett von euch. Und gerne könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und wie gesagt dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ja, insgesamt fand ich die Musical.ly... Fail. Okay, wieder hinstellen. So. Ja, insgesamt fand ich die Musical.ly richtig gut. Und ich glaube, eigentlich fast alle haben es gut gemacht. Also, ja. Richtig gut. Und, ja, mein Favorit ist, wie gesagt, die letzte. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.